Hier ist noch ein kleiner Rossmann-DM-Hall. Ich war die Tage ein bisschen Rolle fahren, seit ich wieder da bin aus dem Urlaub und war mal hier, mal da. Man braucht ja immer ein Ziel, wenn man irgendwo hinfährt. Weil ohne Ziel fahre ich zumindest nicht durch die Gegend. Ich mache mir mal einen genauen Plan und war da ein bisschen bummeln und habe mehrere Einkäufe getätigt. Und das ist meine Ausbeute. Es ist nicht ganz so spektakulär, es ist viel Putzzeug dabei, aber vielleicht interessiert es euch ja trotzdem. So, ich habe schon wieder Hitze, weil es sind schon wieder 28 Grad und ich komme gerade von draußen rein, bin Cabrio gefahren und habe es total bereut, weil es die ganze Sonne auf dem Kopf gebrezelt und ach Gott, ich schwitze. Ganz langweilig als erstes von Rossmann ein Alouette-Klopapier mit kleinen Schiffen und Seemotiven drauf. Ich nehme immer irgendeins, aber Hauptsache halt Motive. Ich bin da ja sehr, sehr kritisch. Ohne Motive kaufe ich kein Klopapier. Dann habe ich gekauft zum Staubwischen dieses Flink, also das ist jetzt alles noch Rossmann, Flink und sauber Staubwunder-Set und gleich neue von diesen Puschelchen dazu. Das ist also irgendwie eine so eine Düse hier und dann kann man die da draufstecken. Hier sind fünf von diesen Wischtüchern drin und hier sind solche Ersatztücher, 10 Stück und die haben irgendwie einen frischen Frühlingsduft. Ob man das jetzt mit Duft braucht, weiß ich nicht. Aber ich habe so ein Wedel nicht. Ich nehme normalerweise mal oben Flächenreiniger und ein Mikrofasertuch und dachte, ach, jetzt komm, ich will mal schnell drüber. Probierst du das? Dann noch ganz langweilig mit so Seemotiven auch ein paar Tempos, weil mir läuft momentan die Nase irgendwie total. Mein Freund war ja ein bisschen krank oder ist wieder krank und mehr oder weniger bin ich auch leicht davon betroffen. Deswegen Naseputzen immer ganz wichtig. Hier habe ich schon ausgepackt. Habe ich solche Abflusssiebe aus Silikon, weil ich das letzte Mal vergriffen habe und die aus Metall genommen habe. Und die zerkratzen natürlich ziemlich die Dusche und wollte ich jetzt die hier haben. Es gibt natürlich andere, billigere, die es ja auch aussehen wie Metall, aber ja, keine Ahnung, die kann man irgendwie in die Waschspülmaschine sogar tun. Und da habe ich mir gedacht, komm, nehme ich die. Wenn die mal voll eklig schmottlich sind, dann haue ich die bei meinem Vater rein. Das sind 2 Stück drin gewesen. Biomülleimer. Beutel, ganz langweilig, ohne Tragegriff. Das hier war noch was aus der Handtasche. Dann habe ich, das hier sind nur 2, der dritte ist in Gebrauch, Augen-Make-up-Entferner gekauft. Ich mag ja den von Rival de Loup wirklich sehr, sehr gerne. Ich komme da einfach nur nicht so oft zum Rossmann, deswegen habe ich da gleich welche auf Halde gekauft. Und dann weg mit der Tüte. Habe ich bei Tempo Toilettenpapier zugeschlagen. Das war nämlich reduziert. Ich bin ja, wie gesagt, ich leide ja unter Reizdarm. Das heißt, ich habe entsprechenden Verschleiß an Klopapier und Feuchtpapier. Und die waren, ich sehe gerade, das irgendwie vom Augen-Make-up-Dings was ausgelaufen. Voll eklig. Habe ich dir von Tempo für jeweils 1,30 mal mitgenommen. Einmal in, was ist das, pure Frische. Dann natürliche Kamille. Boah, ist das schleimig. Hey. Und einmal hier mit Aloe Vera. Ganz langweilig. Jetzt mache ich das, was man nicht macht. Ich reibe es mir jetzt einfach mal ins T-Shirt. Ich bin nämlich eh verschwitzt. So, dann DM Teil 1. Habe ich für Nettie solche Knabberstängchen mitgenommen. Die kriegt sie ab und zu. Also sie ist da nicht irgendwie markentechnisch festgefahren. Sie isst die nicht immer. Sie will aber mal irgendwas Süßes. Und wenn ich Glück habe, dann isst sie so eins. Wenn sie Pech hat, liegt das dann noch bis zum Ende des Tages herum. Da habe ich die. Dann habe ich hier von diesen Katzensnack-Teilen. Also ich werde jetzt nicht alle einzeln, weil es wahrscheinlich echt keinen interessiert. 4 Packungen Katzensnacks mit Käse und mit was weiß ich. Katzengras. Hier noch so fleischige, weiche Häppchen Barbecue. Klang zumindest mal gut, habe ich gedacht, komm, vielleicht magst du es. Weil Letty ist immer das Gute, wenn sie irgendwas nicht mag, kann ich es an die Katze von meinem Vater weitergeben. Die ist da relativ nicht ganz so schleckig wie Letty, weil die hat keine Zähne mehr, weil der muss man eher alles mit Wasser verdünnen und sie macht sich dann eine Art Suppe, kriegt sie dann und dann frisst sie eigentlich alles. Dann habe ich hier von Real Techniques einen neuen Schwamm. Der liegt, glaube ich, so bei 6 Euro. Ich habe neulich 2 Stück rausgeschmissen. Die gab es aber, glaube ich, mal im Doppelpack. Aber ich habe die jetzt nur einzeln gefunden. Sehr schade. Aber mit dem bin ich sehr zufrieden. Weil ich jetzt dieses Baking ausprobiert habe. Ihr werdet das in dem Vlog vielleicht mal sehen. Da habe ich mir gedacht, komm, nimmst den guten Schwamm mit und einfach mal so billig, um zu gucken, ob das mit dem Baking auch funktioniert. Wenn nicht, dann kommen die halt einfach zu einer Freundin oder Kollegin. Dann habe ich Geschirrspülmittel gebraucht. Weg mit dir.
Das ist ja eher so mein All-Time-Favorite, dieses Nature-Ding, weil das riecht wirklich sehr, sehr gut. Und da bin ich auch sehr zufrieden mit. Und dann habe ich gedacht, komm, probierst du die anderen auch mal aus. Hier mit Spülbalsam, mit Aloe Vera. Und einmal dieses Multipower. Kraftvoll gegen Fett, Stärke und Eingebranntes. Wollte ich einfach mal ausprobieren. Bei mir ist es immer so, wenn ich irgendwas im Haushalt brauche, dann kaufe ich meistens mehrere Packen, dass ich einfach eine Weile Ruhe habe und dann halt sich das mit den Payback-Punkten auch wieder ein bisschen rechnet. Dann eine Fliegenklatsche. Nicht um Nati zu schlagen oder meinen Freund, sondern ich wohne ja direkt am Feldrand und ich muss ja die Tür immer offen lassen, damit Madame rein und raus kann zum Sonnen. Ich lasse immer so einen Spalt offen vom Rollo und dann schlüpft sie da unten durch und leider merken, dass die Fliegen auch und rutschen durch. Und ich bin mit einer, wie heißt denn das jetzt, mit einem Flipflop auf Yard gegangen zum alten Verransten. Und ja, jetzt habe ich gedacht, komm, du brauchst eine Verlängerung zum Töten. Und hiermit schlagen wir sie dann direkt kaputt. Dann war hier schon Herbstdeko. Der Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit, liebe ich total. Habe ich so eine neue Filzgirlande hier mit so kleinen Äpfelchen und Hamstern, Igeln drauf. Fand ich ganz süß. Das war hier bei 2,95. Ich mache das ja mal in die Tür, dass es nicht ganz so steril bei mir aussieht. Für mein Tischler habe ich hier so einen Untersetzer. Da stelle ich vielleicht irgendeine Schale drauf mit ein paar Nüssen oder so. Das hier hat 2,25 gekostet. Dann irgendwo raschelt. Vielleicht kommt es später. Habe ich hier noch drei von diesen Kürbissen. Da gab es drei verschiedene. Die lagen, glaube ich, jeweils bei 1,75. Das ist so Keramik-Tonschalen. Fand ich ganz nett. Stelle ich mir vorne in den Fernseher hin. Ich liebe ja Kürbis. Also ich bin nicht unbedingt der Champ im Kürbiskochen, aber ich esse das echt total gerne. Dann für 1,95 so ein kleiner Igel. Den fand ich ja auch super süß, weil der halt einfach flauschig ist. Da gab es noch andere, einer da hat, glaube ich, gestanden oder so, aber den fand ich nett, weil der war so klein und hummelig. Erinnerte irgendwie an mich. Dann nach vorne für den Fernseher solche, ich weiß gar nicht, ob das die Kamera einfängt. Teelichthalter hier mit Blättern drauf. Die gab es noch in Blau und in so einem Gelbton für 1,55. Zwei mitgenommen, weil ich mag das, wenn es draußen dunkel ist, ein paar Dings anmachen, ein paar Kerzen finde ich sehr entspannend. Dann habe ich hier noch so ein Präzisionsei, weil ich die auch ab und zu mal gerne benutze und nicht immer die teuren. Wie gesagt, es gab nur den einen. Dann, jetzt werde ich gleich niesen. Oder auch nicht. Naja, machen wir weiter. Kennt das, wenn so der Drang zum Niesen ist, dann soll man ja ins Helle gucken und ich gucke und gucke und nichts kommt. Weil eigentlich funktioniert das. Ein paar Backpapierzuschnitte von Proficivo, wenn meine fast leer sind. Dann habe ich hier Eiswürfelbeutel mitgenommen. Hier klebt noch ein Etikett von was anderem drauf. Ja, ich trinke gar nicht so kalt, aber ab und zu ist es ganz nett, wenn man einfach so ein Eiskaffee oder irgendwas macht. Wenn es jetzt im Hintergrund raschelt, Madame ist gerade in die Tüte geschlupft. Dann habe ich hier noch ein paar von diesen. Wie heißen das jetzt? Mülltüten, Müllbeutel. Einmal mit 35 Liter, einmal mit 25. Frische Zauber mindert Gerüche. Also selber riecht es jetzt nicht. Ich bin mir nicht ganz im Klaren, wie das funktionieren soll. Aber gut, wenn es funktioniert, umso besser. Dann habe ich gekauft fürs Klo. Mir ist nämlich aufgefallen, ich benutze relativ wenig Kloreiniger. Ich mache ja immer Soda rein. Oder nehme na, wie heißen sie die? WC-Tabs, wo man halt einfach damit sauber macht. Jetzt habe ich gedacht, komm, ich soll vielleicht ein bisschen mehr Urinstein und sowas. Habe ich einmal von Denk mit diesen Urinstein- und Kalklöser Multipower 4. Und dann dachte ich, komm, probier mal was von der Marke von 00. Urinstein- und Kalklöser, der war ein bisschen teurer. Der von DM lag bei noch nicht mal einem Euro und der glaube ich bei so drei, maximal drei. Dann habe ich Granulat mitgenommen zum Reinigen meiner Abgüsse, weil ich mir immer relativ viel Öl in die Haare mache, also Kokosöl und Mandelöl, habe ich das Gefühl, das backt sich doch ein bisschen im Abguss fest. Normalerweise bin ich Verfechter von diesem Mr. Muscle Gel und das funktioniert auch einwandfrei, aber momentan fließt nicht so gut ab. Und dann wollte ich einfach mal ordentlich Granulat reinlernen, um das dann irgendwie wieder rauszukriegen. Das lag, glaube ich, auch bei 95 Cent oder so. Hierzu muss ich sagen, ich habe da einmal vor ein paar Monaten.
ich habe es da ein bisschen übertrieben. Ich habe da auch rein, einen Schluck Wasser, wie das halt so draufsteht. Und dann hat das so gedampft und ich habe das aber nicht gleich gerafft und habe das eingeatmet. Danach war die Nase frei. Also wirklich vorsichtig mit solchen Sachen. Dann habe ich noch ein Edelstahlreinigerspray für meinen Kühlschrank, weil ich gar kein Edelstahlreinigerspray habe und gesehen habe, bei mir sind immer relativ viele Tapsen. Ich meine, klar, ich gucke natürlich, dass ich den Griff anfasse, aber wisst ihr, wie es ist, wenn es schnell zugehen soll, dann macht man halt Fatz oder wenn man irgendwas in der Hand hat. Deswegen den hier noch mitgenommen. Dann habe ich hier noch ein neues Mülleimer-Deo. Im Winter ist es nicht so schlimm, aber ich finde im Sommer, gerade wenn man nicht ganz so viel Quadratmeter hat wie ich, dann riecht der Müll relativ schnell. Und ich lege das dann immer einfach gerne rein. Dann habe ich mir noch eine Nachtcreme mitgenommen von Balea mit Mandelöl für trockene und sensible Haut. Ich hatte, glaube ich, mal die Tagescreme mit diesem Mandelzeug und fand die, glaube ich, sehr gut. Entschuldigung, habe ich aufgestoßen. Wollte die einfach mal ausprobieren. Dann habe ich lange nach dieser Peel-Off-Maske gesucht, weil ja relativ viele davon geschwärmt haben. Und dachte mir, ich nehme die mal mit. Ich glaube, ich probiere die heute Abend nochmal gleich und schaue, wie das Ganze aussieht. Ich weiß nicht, ob die so gut ist wie diese teuren Masken, wo die Mädels abziehen und dabei alle, ah, es tut so weh und schreien. Ich denke halt oft, die übertreiben. Vielleicht werde ich auch heute Abend schreien vom Spiegel stehen. Ich glaube es mal nicht. Aber probieren wollte ich es trotzdem mal. Dann habe ich noch drei Sachen. Kosmetik als allererstes von Essence, dieses neue Fresh and Fit Awake Make-up Healthy Glow in der hellsten Nuance mitgenommen. Das lag, glaube ich, bei 4,95. Ich habe das in der Fresh Ivory 30ml. Ist ein Glascontainerchen, was ich ganz cool finde. Macht also was her. Dann habe ich mir noch von Essence eine neue Mascara mitgenommen. Lashes of the Day Super Volume Mascara. So sieht die aus. Das Bürstchen, falls es wen interessiert, sieht so aus. Also wie immer, in schwarz. Ich bin nicht so experimentierfreudig. Die Wimpern, bei mir sind sie eh klein, kurz und blond, müssen groß sein. Und zu guter Letzt habe ich hier von Essence Superlast 24 Stunden Eyebrow Pomade Pencil Waterproof in diesem ganz hellen Ton. Ich weiß gar nicht, heißt der blond oder hat er überhaupt ein Dings? Nö, offensichtlich nicht. Doch, blond heißt er. Der ist also quasi so einer hier. Jetzt übertreiben wir mal maßlos, dass man es auch wirklich geswatcht sieht. So sieht das Ganze aus. Ich denke, das passt ganz gut. Also ich habe es jetzt arg gemalt. So arg würde ich jetzt im Gesicht nicht rumdrücken. Ich bin mir allerdings noch nicht ganz schlüssig. Hier hinten, klar, ist der, wie heißt denn das Teil hier zum, zum Spitzen. Herrgott, was ist denn heute los? Hey, ich habe heute echt kein Deutsch, wahrscheinlich das Wetter. Und hier ist so ein kleiner Pinsel mit drin. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, für was. Soll man das irgendwie damit einarbeiten oder verschmieren oder was? Ich weiß nicht, was dieses Mikropinselchen hier soll. Keine Ahnung. Wir werden sehen, was wir damit machen. Das war mehr oder weniger im Schnelldurchlauf. DM und Rossmann Haul. Ich werde den Kram jetzt erstmal verstauen. Meine Abflüsse durchpusten hoffentlich, dass es wieder besser abläuft. Und dann werde ich vielleicht noch den London Haul abdrehen. Morgen geht es für mich nach Frankfurt mit meinem Freund. Der baut ja gerade ein Haus. Und dann müssen wir zur Firma und sämtliche Fliesen, Türgriffe, Verglasungen, Badfliesen, Armaturen, alles aussuchen. Er hat mich gefragt, ob ich mitgehe. Und ich natürlich gleich so, eigentlich eher ungern, weil es ist dein Haus, das solltest du entscheiden, wie du es willst, nicht wie ich das gern will. Und wir sind uns da, aber wir haben darüber geredet, relativ einig, was das betrifft. Und er sagte, ja, wenn wir dann mal zusammenziehen. Und ich so, man weiß ja, dass mit meinem Ex und mir ging ziemlich in die Hose, was ein finanzieller Totalcrash für mich war. Und ich habe jetzt hier so Glück mit meiner Wohnung, ich werde auf jeden Fall dieses Jahr nicht zu ihm ziehen. Und falls ich dann am Ende des Jahres oder nächstes zu ihm ziehen sollte, werde ich mir mindestens ein Dreivierteljahr bis Jahr die Wohnung hier noch halten, weil nochmal neue Küche, neue Möbel, alles neu, das kann ich mir beim besten Willen nicht leisten. Aber gut, ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, das ist ein anderes Thema. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Ich habe jetzt noch die Woche Urlaub, werde bestimmt noch ein bisschen vloggen und ja, was man halt so macht im Urlaub, faul sein, ein bisschen rumfahren mit dem Roller. Also ich habe ja wie gesagt diesen großen Roller, da kann man auch schon gute Touren fahren. Ich bin auch schon gestern mit meinem Vater wir haben zwei Eisdielen besucht, ja. Ich merke gerade schon wieder, ich laber. Dabei wollt ihr das wahrscheinlich bei dem Haul gar nicht wissen. Deswegen Schnabel zu. Macht's gut, bis bald.